Meinte? Na, Aufnahme. Ja, ist Aufnahme. Genau, wir gucken uns gerade ein Video an, Neukon, so würde ich es aussprechen. Und Gott ist ein Woman, so du regst dich da natürlich tierisch auf, aber irgendwie ist das kein Kult, sondern die Wahrheit. Ist ja logisch, wenn man jetzt einmal davon ausgeht, was bleibt zuerst da, der Mann oder die Frau, wenn man jetzt praktisch die Geschichte sozusagen richtig denken, bleibt nur übrig, dass die Frau als Erste da war, weil wir uns nur ja nicht replizieren können. Also ohne können sie sich auch, ohne uns, aber wer weiß. Sag mal, es gibt Nymphen-Geckos, die vermehren sich aus sich selbst, dass der Ehen heißt, dass es dann wäre. Und warum nicht? Also ein Mensch muss als Erste da gewesen sein. Oder Gott hat beide aus dem gleichen Ton oder was auch immer gemacht. So, da kommt dann die Lilith-Geschichte vielleicht so im Ursprung. Nur die eigentliche Frage ist, sind wir ein künstliches Produkt? Also sind wir von Außerirdischen oder von wem auch immer hergestellt worden? Oder sind wir einfach durch die Evolution marschiert und sind sozusagen so geworden, wie wir jetzt sind? Das ist die eigentliche, wirkliche Frage. Aber zumindest, dass Gott eine Frau ist, ist doch eigentlich ziemlich logisch. Braucht man nur mal versuchen, gerade zu denken. Gut, machen wir mal weiter. So, dass wir uns dabei noch angucken können. Willst du mir jetzt nicht so ein ewig langes Video machen? Nö. Bitte Womp, die Gebärmutter. Womp. Womp. Wie World of Music. Womp. An. Woman. Womp. An. World of Music. An. Woman. Frau. Und Wom, B, also was nach An kommt, ist dann B, ist dann die Gebärmutter. Also die Word of Music wird angemacht und dann kommt die Word of Music B, so wie Birth. Bomb. Kryptischer Scheiß. Es ist mein Kanal, die Leute verstehen das und die erwarten das und die bekommen das. Okay. Und Neukon ist ja auch nicht von gestern. Ja. Ich mach mal weiter bei 6:38. Das ist hier, the gate, das ist die Vagina und nun schau hier, Bina. Ja. Weil das Leben kommt ja von... Das klingt so wie, das will ich einfach nicht wahrhaben, das darf nicht so sein, aber es ist nun mal so, verdammte Scheiße, richtig. Und seid ihr jetzt... Mit eins, weil ich nicht kapiere bei dieser Binargeschichte, erstmal hört sie dann für mich wie binär, also zwei sein. So, und dann, was Mutter und die Gebärmutter mit Saturn zu tun haben soll. Also ist mir, mal jüdet, haben die einfach als Entsprechung gemacht, aber warum, welche Logik? Weil ich habe den Saturn noch keine Kindergebären sehen, also, weil der hat viele Mond oder was? Ringe hat er. Ringe, aber zumindest Kindergebären. Also daher, wir wissen nicht, wie die auf die Idee kommen mit Saturn. Einfach mal als blöde Frage. Die wird jetzt ganz deutlich. Samstag ist Turnen angesagt. Bina geboren. Diese Leute. Ah, fuck it. Fuck it. Dieser bekackte Kult. Bekackt. Fuck it, bekackt, dann hören wir da einfach mal auf rumzuscheißen, ne? Und uns mit Scheiße zu bewerfen, wollen wir alle kollektiv Lichtmachung betreiben. Ne? Nee, wollen wir nicht. Warum nicht? Dann sind wir den Göttern ein bisschen näher. Ohne Schwachsinn mit der Lichtnahrung. Ich werde ja wohl was essen dürfen, ohne Schuldgefühle zu haben, ohne Scheiße. Hey, aber ja, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ja, heute Morgen dachte ich mir auch so, als ich dann vom Hof wieder zurückkam mit meinem nicht wenig heute, was ich da gelassen habe, ist mir dann noch im Rückweg, verdammte Scheiße, warum musst du eigentlich jeden Morgen kacken? Das ist so übelst nervig, gerade weil wir ja gerade kein Klo haben, ne? Gerade so. Und hier Meister Pets, die hat ja eine vor zum Schäfer und lässt sich dann Brötchen eintauschen gegen die Kloschlüssel. Genau. Halt. Muss die Sache zelebrieren. Aber so gehst du wenigstens mal ein paar Fuß, bevor du kackst. Das ist auch nicht verkehrt. Naja. Lass uns mal hier das Jaul ein bisschen überspringen. Weil sie die Zusammenhänge nicht kennen. Weil sie nicht wissen, wer hier in dieser Welt, wie man in der Schweiz sagt, der Deutschmeister ist. Sie wissen es nicht. They have no idea.
Schauen wir weiter. People. Na, fick dich. Fick dich. Was sind wir denn hier? Black and white. Schwarz und weiß, die Dualität. Ach, ist ein Ding. Das Zentrum der zwei Pole befindet sich in der Tempelordnung Dinas Saturn. Und man hat die Verbindung zu Dinas Saturn. Ja. Einerseits im Schlaf und im Traum. Das geht zurück auf Jakob. Die Geschichte mit der Himmelsleiter. Das ist ein Leitmotiv in der kabbalistischen Lehre. Das ist das Ziel dieser Verbindung zwischen Erde und dem, was sie Himmel nennen. Und diese Geschichte wird dargestellt im Alten Testament mit der Geschichte von Jakob. Jakob schläft auf einem Stein und dann träumt er von einer Himmelsleiter. Er sieht das, was er für Gott hält. Und er sieht die Verbindung durch diese Leiter. So, es findet im Schlaf statt. Lies nach, Altes Testament. Jakob, ich glaube, Jakob und die Himmelsleiter heißt dieses Kapitel. Und darum siehst du hier nun ein Bett. Weil, was tut man in einem Bett? Man schläft in einem Bett. Jetzt kurz. Okay, es geht in diese Also ich muss mal ehrlich sagen, die Assoziation von der Jakobsleiter zum Bett, wo eine nackte Frau sich drauf wälzt, halte ich schon fast für wagt weit. Weil eigentlich doch klar, Bett und Frau irgendwo ist doch eine einfache männliche Assoziationskette. Also, irgendwie. Gut. Binder. So, und nun ist das ein besonderes Bett. Hast du so ein Bett im Zimmer? Nein, vielleicht. Mutschan, vielleicht. Okay, du siehst das hier. Es hat vier markante Säulen, sozusagen, hier an diesem Bett. Warum? Weil das Allerheiligste Tempel ist dieser Bereich, das Allerheiligste Tempel. Look it up. Es ist ein quadratischer Bereich, unterhalb des Vorhangs. In diesem quadratischen Bereich befindet sich die Bundeslade. Und hinter dem Vorhang, via diese Bundeslade, schaffen sie die Verbindung zu ihrem Jehova, der binar ist. Binar Saturn. So, das ist der Punkt ist, es handelt sich um einen quadratischen Raum. Und dieser wird symbolisch repräsentiert durch vier Säulen. It's square, sagen die Freimaurer. Es ist quadratisch. Das wird dargestellt. Und darum sehen wir hier ein Bett. Einerseits für, wie gesagt, den Link zu Jakob, der schläft. Und wir sehen die vier Säulen, die das Quadrat darstellen. Und sie, von der Symbolik her, räkelt sich hier auf der Bundeslade. All dieser Shit ist kabbalistisch. Und wenn man dafür keinen Sinn hat, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, wird man niemals verstehen, was diese Leute einem hier ständig produzieren und präsentieren. In der Musik, in Videoclips, in Filmen. Es ist überall. Es ist überall, weil es ihr Spiel ist. Und das ist natürlich auch The Womb. Die Gebärmutter. Ja. Die sagen, alle Seelen kommen von Binar in ihrem Geist, innerhalb der Grenzen der weißen Fähigkeit. Entschuldigung, ich werde etwas auffallen allenfalls. Aber alles, was ich dir bis jetzt gesagt habe, jedes einzelne Wort, alles stimmt. Ich habe dich nie belogen. Schau mal, bis hierhin habe ich es mir angesehen. Schau mal weiter, was sonst noch kommt. Du hast mich in dem Moment belogen, wo du sagst, es macht kein Video mehr und dann kommen vier neue Videos. Das ist genauso wie wenn da 30 an der Wand steht, hier, jeder macht es sofort, nachdem er da abgewaschen, gekocht hat, sein Geschirr sauber und so, wird schnell klar abgewaschen. Ne? Genauso nehmen die das nicht für voll, wie wenn da steht, Hasi bleibt dreckig. Das kann ich das auch nicht für voll nehmen. Also, wenn dann richtig oder nicht. Wenn da was an der Wand steht, dann halten sich da etwa alle dran oder dran. Ich finde für schöne Bilder und Motive und Fotos und Kunst an der Wand ist besser als irgendwelche dummen Sprüche, die keiner versteht. Ja, die Szene haben wir schon gesehen. Purple. Aber was geht hier ab? Fake. Okay, Moment, ich will das Video nicht ewig machen. Ich schau mir mal kurz, was hier sonst noch so folgt in diesem Video. Vielleicht kann ich dir noch was irgendwas dazu sagen. Ich schau mal nach. Moment.
So, hier sind wir wieder. Und ich versuche mich etwas zu mäßigen jetzt, weil ich mache das ja in verschiedenen Takes, in verschiedenen Aufnahmen, diese Videos, muss das dann zusammenstücken. So, und ich habe geendet damit, dass ich mir nun das Video weiter ansehe, was ich bisher nicht getan habe, weil jetzt kommt dann gleich die nächste Szene, die ich zuvor schon gesehen habe. Wir schauen uns das kurz an. Sie scheuen gar nichts. Geil, oder? Schau, als was sie sich nun präsentiert. Jeden Christ müsste das hier. Weil schon eine lange Haare die hat. Ja. Traumhaft. Schon stark. Diese Ruhe. Okay, sie präsentiert sich hier. Genau. Das hatte ich nämlich auch noch in dem Kommentar festgehalten. Das hast du auch gelöscht, du Vollidiot. Also, sie ist nicht die Flamme, sie ist der Docht. Verstanden. Sie ist der Docht. Und in Docht brennt kein Wachs. Denk mal drüber nach. Ja. Alles kabbalistisches Instrument, das Instrument dieser Industrie. Nicht sie präsentiert sich hier. Der Regisseur präsentiert sein Tool hier in dieser Szene als was? Was sehen wir hier? God is a woman, remember? Sie ist nun das Licht der Welt. Das Licht. So ein Docht. Der Docht ein der Welt. Sollte Doch. Und Tochter. Der Verstande? Docht der Welt. Sie ist ein Docht und manche andere ist die Tochter. Verstehe. Dass das, was wir hier in diesem Bild sehen, der Antichrist ist. Die Welt versteht das. Wenn das so ist, dann finde ich das gut. Die Welt hat kein Gespür, kein Sinn, kein... Wenn die Frau ein Antichrist ist, dann darf sie das gerne sein. Geist? Überhaupt nicht. Die Welt wird nur sterben. Die Welt hat kein Leben, um das hier zu fassen. Ein Christ versteht, was hier dargestellt wird vom Regime. Bist du Christ? Verstehst du das? Du bist doch ein Christi. Ein. Warte, jetzt, Sebi, du machst hier die Verwöhnung, weil das ist anstrengend. Okay, also logisch doch. So, die Sache ist klar. Licht der Welt, nun mal ehrlich, immer doch mal in uns als Männer, sagen wir, erstaunlicherweise, wenn man es als Zeit sozusagen sieht, wie viel Zeit hat man im Leben Sex gehabt? Wenn es gut läuft, 95%, nicht 5% hast du mal Sex gehabt, so. Aber trotzdem dreht sich ja praktisch alles um die Frau, so in dem Sinne. So, und wenn man denn normal Familie hat, hat man vielleicht nicht so viel Sex, aber man hat praktisch die Produkte des Sex, so in dem Falle Kinder, bist damit beschäftigt. Und dadurch ist praktisch natürlich die Frau als Gebärende sozusagen schon ein vollständiger Inhalt. Tja. Sir. Na? Und weil der Christian das jetzt so richtig korrekt formuliert hat, wenn du mit einer Frau Liebe machst als Mann, ja, dann entsteht dabei ein Kind. Ja, das ist natürlich... Nicht zwangsläufig, das hoffen wir. Darf ich das ausführen? Ja. Und dann komme ich dann nämlich zu einem anderen Punkt, den ich noch ausführen möchte. Ich habe gestern am See hinten ich ein Kondom gefunden, eingepackt, es steht kein Datum drauf, also ich weiß nicht, ob das gut ist. Auf alle Fälle habe ich es da gefunden und heute ist ja auch Sonntag und Kirche und so weiter. Würden die Jungs und Mädels nicht die Möglichkeit bekommen, jederzeit dank einem Kondom miteinander in die Kiste zu springen, ja? So wie das hier ja promotet wird, ich kann ja eine Kritik verstehen. Weil du hast eine Intuition am Start, die dich dazu prädestiniert, sowas anzusprechen und sowas wahrzunehmen. Und jede Äußerung, jede Kritik ist berechtigt. Ja? Denn die Angst, die du ja dadurch nur zum Ausdruck bringst, indem du irgendwas anprangerst, die kann dir niemand nehmen. Wer hat das gestern gesagt? Ach ja, das war hier der Herr Kahn in dem WDR-Interview. Felix Khan, Faris Khan, wie heißt er doch gleich, ne, der Jute, der Pakistani mit Frankfurter und Dresdner Migrantenwurzel. Der Mann, der die Worte viel besser findet, die mir am Herzen liegen. Also was habe ich jetzt alles gesagt? Naja, wenn dann wirklich das Produkt auch bedacht wird. Ich war vor, kurz vor Vollmond war ich so dermaßen heiß, ja, also ich war die rolligste Katze, die du dir vorstellen kannst, ich war der heißeste Hund, die heißeste Hündin, die du dir vorstellen kannst und ich war nackt umgeben von jungen, im Saft stehenden Männern, weißt du, und ich habe das am eigenen Leib gespürt, wie das ist, das ist so richtig, so dermaßen nötig zu haben, selbst Robert von Ohm meinte, du hast es nötig, kann ich allen so sagen, ich so, ja, kannst du allen sagen, ich habe es total nötig und ich hatte in der Zeit einen Eisprung, verdammt, ja, und hätte ich nicht gesagt,
wenn der Hund auf mir rumgestiegen ist, weil der hat das ja mitbekommen. Das war ein schöner, weißt du, lass mich das bitte erzählen, das war einfach nur schön. Da ist nämlich der Hund von meiner Mutter. Ich bin tierlieb, verstehst du, Johanna? Das ist keine Sodomie, das ist Tierliebe, indem ich die Tiere einfach nur das tun lasse, was sie instinktiv tun möchten. Und wenn so ein Hund auf mir rumklettert, kann da kein Kind bei ihr entstehen. Verstehst du? Das wollte ich noch dazu sagen. Es ist bedenkt, dass diese Rumpfvögelei, dieses jeder mit jedem, weil ein Kondom ist ja, es gibt Menschen, die entstehen trotz Pille und Kondom. Verstehst du? Okay, mach mal bei dir jetzt die Pause-Taste. Ich mache so, jetzt keine Pause-Taste. Das ist nicht ganz korrekt, weil du kannst zählen im schlimmsten Fall. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will von Zählen als junges Mädchen, das aus dem Wald kommt, nichts zu wissen haben. Ja, was funktioniert? Verstehst du das? Ich bin die Tochter der Königin des Waldes. Oh Gott, das ist scheiße. Und ich habe das auch so laut kundgetan. Da entstehen wenigstens keine Kinder dabei. Und es wäre es dazu gekommen, ey, die hätten alles mit mir machen können. Verstehst du das? Ich war in einer Situation, da hätten die alles mit mir machen. Ich hätte alles über mich ergehen lassen. Ich war einfach nur komplett heiß. Das ist verdammt anstrengend, als gebärfähiges Weibchen mit einem geradenen Eisprung am Start, ja, die einfach nur noch da unten die ganze Zeit so rumrennt, als würde da was drin stecken, weil es ist jeder alles komplett geschwollen und wie ist es hier bei so einer Ferse oder so einer Kuh alle 3 Wochen angucken kannst, wenn da das weiße Zeug rauskommt. So hast du zwar nicht, aber ja, ich möchte das nochmal gesagt haben. Und da dürfen wir auch mit rumgehen. Und diese Pille, was die mit einer Frau macht, die macht ja aus einer Frau einen Mann oder umgedreht. Weiß ich nicht mehr. Das haben andere Leute alles schon. Scheinschwanger, was ist denn das? Die ganzen Hormone, die ticken an. Stell dir mal vor, du als Weib nimmst eine Pille und kommst mit einem Typen zusammen. Ihr verliebt euch ineinander und dann setzt du die Pille ab, ihr macht Kinder und ihr merkt auf einmal, dass du was ganz anderes bist, als was der. Das Schlimme daran ist, dass wir seit 3 Generationen Inzucht haben durch die Pille. Weil, wenn eine Frau schwanger ist, zieht sie sich zurück, sozusagen die Familie. So, normalerweise entscheiden bestimmte Kriterien wie Ruck und so weiter, dass man halt nicht artgleich ist, weil das nicht gut ist für die Art. So, aber außer wenn eine Frau ist schwanger, dann geht sie praktisch in ihre Familie zurück. Und da haben wir 3 Generationen Umzucht. Und es wurde schon mal geäußert, dass so eine Frau, die Pille nimmt, sich eher ein Männchen sucht, das sich unterordnet. Sag ich das in Erinnerung? Echt? Ja, so ein Lappen, so ein Weichei, so einer, der ihr aus dem Tee ans Bett bringt und so. Ja, das ist aus uns geworden. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Der Bettlappen. Und das mit dem gegen Rassismus zwischen Mann und Weib, das ist echt wichtig. Also lieber nur Ikon, lieber. Zeig doch mal, wie denn die Stimme sieht. Die ist nicht nice. Dieses Rumgequietsche und Rumgequäke. Dichte doch mal was, mach doch mal einen Rap-Song oder so. Ich meine, die Videos, die du jetzt danach gemacht hast, die sind nicht mehr so lang. Ich muss deine Lauer nicht mehr ertragen, das ist schon okay. In dem Sinne hast du ja auch wieder recht, dass du so ein Video nicht nochmal machst. Ja. Schneid irgendwelche Filme zusammen. Du kennst dich total aus, gerade die ganzen Mangas. Ich stehe total auf Neon Genesis Evangelion. Ja? Da kannst du als kleiner Noikon-Superheld, kannst du mal lernen, so ein Mädchen, so eine Eva, weißt du, so eine Eva mal zu lenken. Mit Worten, mit Poesie, mit Reimen. Guck dir die feministische Massenvernichtungswaffe an, da habe ich mir ein langer Erfolg, als der so ein Video gemacht hat. Zieh dir das mal rein. Da hatte ich noch ein paar Kilo mehr, da habe ich mich wesentlich mehr beschwert in der Zeit. Jetzt bin ich wesentlich leichter geworden. So, ich... Nämlich diese... Gib dir Raum. Dieses Spielzeug der Industrie hier wird hier präsentiert als das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Okay, da muss ich jetzt einen Text zulassen. Und die ganze Geschichte ist die, meinetwegen, ihr habt Jesus. So, mir kann aber keiner erzählen, dass der bis zum 34. Lebensjahr praktisch keine Kinder hatte. So, das ist ziemlich sicher, dass Jesus Christus sozusagen Kinder hatte. Die Geschichte mit Maria Magdalena kennst du, so, weißt Bescheid. Das heißt, mit absoluter Sicherheit hat er sich im besten Fall für seine Familie geopfert, weil seine Frau schwanger war. So. Und vielleicht hat er schon vorher Kinder gehabt. Das Ganze bedeutet praktisch, dass er sozusagen in dem Sinne sich für seine Familie geopfert hat. So. In deinem Sinne als Christ sozusagen für die Menschheitsfamilie hat er sich geopfert.
So, die Kirche erzählt uns die ganze Zeit, dass sie keine christlichen, also Jesus keine Kinder hat. So. Und da kommt wieder God is a Woman ins Spiel, weil wenn sich das Blut Jesus Christi in einer Frau praktisch bemerkbar gemacht hat, so gehen wir mal von aus, dann ist sie das Gefäß, der heilige Gral praktisch für das Blut Christi. So, damit wirst du was anfangen kann als Christ. So, da heißt schon, dass sie das Gefäß Gottes dann war. Das ist nämlich genau die spannende Frage. Gut, das war etwas gesagt. Ein anderer heiliger Gral sozusagen. Den kannst du aber nicht trinken, das Kind vielleicht. Er und niemand anders. Er und niemand anders. Sie aber wird nun hier dargestellt in eben dieser Situation als das Licht der Welt. Fick diese Hut. Wärst du lieber eine Frau geworden oder warum bist du so neidisch auf die Mauer? Uwe, und ich meine das nicht. Mach dich da dran, so mach ein Video, da kann ich dich vielleicht auch mal live ansehen, so mal sehen, so mal optisch. Schön irgendwie eine Maske auf oder irgendwie. Fach. Ja, ein bisschen vermummen, wenn du dich schon nicht zeigst. Und mach's doch mal besser als die da. Das ist Aufforderung. Bekomm du mal ein Kind! So eine Beleidigung. Ja. Was für Arnold Schwarzenegger, der hat es im Film nicht gehabt, der hat ein Kind bekommen. Das Licht. Von dem kannst du sowieso. Jetzt ist doch mal gut, verdammte Scheiße. Von dem kannst du sowieso ein bisschen nicht schwarzen. Weil ich mich daran erfreue. Ja, nein, toll. Das, was Sie Himmel nennen, das über unseren Köpfen, das nennen Sie Binar. Mann, zu wem rede ich hier überhaupt? Weil die Leute, die das verstehen, die sehen das selbst. Dem muss ich nichts erzählen hierzu. Die wissen, was das hier darstellt. Und die anderen Leute, die zur Masse präsent sind auf YouTube, die wissen überhaupt nicht, wovon ich rede. Und ich kann sagen, was ich will. Sie denken nur, hier spinnt einer. Mach einfach bessere Mucke, dass sich die Leute sowas nicht mehr anhören wollen. Oh, weil sie nicht verstehen. Weil sie vom Understanding keine Ahnung haben. Ja, das ist mein letztes Video zum Glück.